Deutschland akut. Der gesundheitspolitische Talk von Schmidt Media geht in die Winterpause. Die Berliner Redaktion hat in den vergangenen 60 Sendungen mehr als 15 Millionen Zuschauer unterhalten. Mit aktuellen und brisanten Themen. Daniel Bahr hatte hier auch seinen letzten Auftritt als Gesundheitsminister. Ich würde mich freuen, wenn es den Talk auch in den kommenden Jahren weiter gibt. Die Gesundheitsthemen werden zunehmen. In einer alternden Bevölkerung werden immer mehr Menschen sich mit Gesundheit beschäftigen. Und vor allem immer mehr Menschen werden in der Gesundheitswirtschaft arbeiten. Also es ist sinnvoll, dass es ein eigenes Sendeformat gibt, das sich mit Gesundheitswirtschaft auch im Talk auseinandersetzt. Mit einer kleinen Feier im Herzen der Hauptstadt verabschiedet sich das Deutschland-Akut-Team bis zum nächsten Jahr. Auch für den Deutschen Olympischen Sportbund geht ein aufregendes Jahr zu Ende. Bei der 9. Mitgliederversammlung des DOSB in Wiesbaden ist Alfons Hörmann zum neuen Präsidenten des größten deutschen Sportverbands gewählt worden. Sein Vorgänger Thomas Bach, seit September erster deutscher Chef des IOC, wurde zum Ehrenpräsidenten ernannt. Endspurt bei den deutschen Athleten. Bis zu den Olympischen Spielen ist es nicht mehr lange hin. Wie sich Deutschlands Winterstars auf Sochi vorbereiten, Schmidt Media hat 30 Sportler mit der Kamera begleitet. Porträts von Olympiasiegern, Weltmeistern, Medaillenhoffnungen und vielversprechenden Nachwuchsathleten werden ab Januar bundesweit im Fernsehen zu sehen sein. Schmidt Media unterstützt die Christoffelblinden-Mission mit einem neuen Werbefilm. Die Geschichte von Janice Theramo ist genauso atemberaubend wie bewegend. Ein kleiner Eingriff lässt die am grauen Star erkrankte Frau wieder sehen. Mit einer Spende über 30 Euro können auch Sie Menschen ihr Augenlicht wiedergeben.